Minus 22. Zuf, ich mache einfach mal willkürlich immer, wo einer passt. Das wird er irgendwie kurzfristig eine Lösung haben und auf jeden Fall keine Wasserprobleme haben. Wir können ja umstrukturieren auf jeden Fall, sobald die Arkologie gebaut ist und sobald wir auch das Raumfahrtzentrum gestartet haben. Das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Nein! Haus abgerissen! Ah, nein! Bisschen zu weit gesetzt, egal, jetzt kann sich ja alles andere auch upgraden und umbauen. Ist mir recht. Naja, ich will auf jeden Fall das Raumfahrtzentrum noch bauen und da können wir dann sehen, was wir brauchen. Sobald die Arkologie fertig ist, können wir den Bau davon nämlich starten. Und dementsprechend sehen wir dann, was wir noch benötigen. Und wenn das nicht so viel Metall ist, was ich eigentlich doch befürchte, dann machen wir hier mal so ein bisschen die Schmelzen und das Ganze dicht. Aber wie gesagt, müssen wir sehen, wie viel Ressourcen wir da brauchen und vor allen Dingen, welcher Art. So, Wasserprobleme. Was soll ich denn dagegen machen, ey? Wir können doch jetzt nicht... Ich kann doch jetzt nicht jahrelang so weiterspielen und irgendwann ist der ganze Boden leer gesaugt, leer gepumpt vom Wasser. Was passiert denn? Wird nicht der normale Wasserpegel auch gehalten vom Regen? Muss es mehr regnen in der Stadt? Brauchen wir Chemtrails in der Stadt? Oh, hier ist gerade die Veranstaltung im Gange. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wir machen Minus, oh oh. Minus 16.000 sind wir jetzt gerade. Sind auch nur 6.600 Leute in der Stadt. Das ist nicht gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir kriegen natürlich die 150.000, die wir investiert haben, quasi zurück. Minus 16.600 Simoleons dann hier. Das heißt, wir sind jetzt nicht ganz so pleite, wie es hier gerade aussieht. Aber das ist natürlich schade, dass das jetzt nichts abgeworfen hat. Blöd. Ja, da müssen wir gleich mal rübergehen. Da müssen wir irgendwas machen mit dem Wasser. Vielleicht können wir in der einen oder anderen Stadt noch ein bisschen was aufbauen, aber ich glaube nicht, da sind wir auch so an der Grenze. Naja, jetzt ist die Kohle wieder da und ich würde sagen, wir gucken nochmal eben, wie weit wir jetzt hier sind, was die Lieferung angeht. 2150 Tonnen Metall, 830 Tonnen Legierung und 29.000 TV-Geräte, deswegen geht's jetzt ab nach, also zur hellsten Stadt hier in der Region, und zwar Bad Günzelshausen, die auch nur 600.000 auf dem Konto hat. Ich hoffe, da treiben wir uns jetzt nicht auch gerade irgendwie ins Minus. Ja, also im schlimmsten Fall, wenn wir ganz pleite sind, dann stellen wir einfach mal kurz die Lieferung zur Arkologie ein und verkaufen sowohl Fernseher als auch Prozessoren oder sonstiges. Ich glaube, Fernseher bringen ja 125.000 pro 1.000 Stück, ja. Und es sind ja mal 60 gerechnet. Puh, das will ich gar nicht ausrechnen, eine richtige Menge. Dementsprechend machen wir ja theoretisch große, große Verluste, wenn wir die Arkologie bauen, die sich da hinten befindet. So, aber hier sind wir in Bad Günzelshausen. Sehr schön. Können wir hier denn schon die Ingenieursuni bauen? Ingenieur. Die können wir bauen, aber wir brauchen die naturwissenschaftliche, ne? Genau, die war's. Die Drecksau. Geht leider noch nicht. Ja, Wasserproblem. Wer hätte es gedacht? Wasservorräte gehen zur Neige oder sind erschöpft. Allerdings ist das auch ein mittelschweres Gerücht, weil wir fördern hier immer noch 105 Kiloliter Überschuss pro Stunde. Boah, wie viele Dingens wir auch haben, ne? Wassertürme. Und hier die Pumpstation, die macht gar nichts mehr. Komplett trocken gesaugt. Da müssen wir vielleicht auch echt umstrukturieren. Hier ist noch eine Pumpstation, wo wir auch wahrscheinlich nicht auf der anderen Seite auch noch erweitern können, ne? Nee. Geht leider nicht. Doch, hier noch. Okay. Achso, das ist die Kläranlage. Ja, ich bin ein Trottel, natürlich. Da haben wir auch noch genug zu kacken hier. 250 Kiloliter Überschuss produzieren wir da auch. Beziehungsweise könnten wir verwerten. Und Müll, da ist die Leichtmetall-Wiederverwertungsanlage voll. Ach ja, ich guck mal nach unserer Fernseherproduktion hier. Die scheint auch zu laufen. Mal in Speed-Modus rein hier und dann vielleicht auch mal die Handelskarte gecheckt. So. Boah, minus 17.000 die Stunde. Ach du Scheiße. Aber wir verkaufen noch Prozessoren. Wo ich mir eigentlich überlege, ob wir dann doch lieber Fernseher verkaufen. Nee. Weil Fernseher bringen nun mal, da haben wir es gesehen, 126.000. Prozessoren nur 73.000.
Ich möchte natürlich auch jetzt nicht die Lieferung zur Arkologie einstellen. Da können wir eigentlich mal eben die 30.000 fertig kloppen, die wir da noch liefern müssen, die Fernseher. Und dann verkaufen wir die Fernseher auf dem Weltmarkt. Oder müssen wahrscheinlich wieder 180.000 zur Raumfahrtstation liefern, weil die da natürlich auch Fernseher brauchen. Das ist natürlich klar. Kennt man ja aus verschiedenen Filmen, wenn die da alle in einem riesengroßen Konferenzraum zu Hunderten an ihrem PC sitzen und so. Die brauchen natürlich dann Bildschirme 180.000. Vielleicht gucke ich mir aber auch mal eben den Verkehr an. Und kriege das Brechen. Allerdings so schlimm ist es gar nicht. Hier natürlich in den verengten Straßen schon etwas. Da haben wir auch noch sehr viele Kreuzungen stehen. Sollten wir vielleicht mal aufräumen. Hier im Industriegebiet staut sich ein bisschen. Das ist auch nicht so gut für unsere Lieferung. Allerdings geht das ja auch noch recht glatt zur Autobahn. Ist natürlich auch mit dem Bahnhof ein bisschen was mehr zu tun, mehr Verkehr, der da ankommt. Überfall in vollem Gange oder im vollen Gange ist mir doch egal. Das wird die Polizei doch regeln. So. Ja, was gucken wir denn hier eigentlich? Wir könnten ja, wie gesagt, mal die Handelskarte aufmachen. So, das hatten wir ja gerade. Und dann sehen wir hier Prozessoren. 292.000 machen wir damit pro Tag Profit. Und ob das reicht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ich glaube, es reicht so ungefähr, weil wir halten uns immer so bei 600.000, 700.000. Oh, und hier sehen wir aber, was mehr gehandelt wird. Roherz-Plastik-TV-Geräte. Rohöl. Sehr schön. Vielleicht sollten wir auch nur mal aus Spaß Computer produzieren. Da hätte ich auch mal Lust drauf. Aber das brauchen wir natürlich wahrscheinlich erst für die Raumfahrtstation. Also wenn wir da nicht Computer brauchen, dann weiß ich jetzt auch nicht. So, ausbauen können wir hier nichts mehr, ne? Genau, da waren wir am Limit. Wir könnten aber noch einen... Na? Transporter hinsetzen? Das geht nicht? Was? Wie ist es denn mit einem Schild? So, und hier kann ich jetzt keine Transportergarage hinsetzen. Das ist ja aber ziemlich mau. Und hier ebenfalls. Nicht mau. Tatsächlich, es gibt keinen weiteren Ankerpunkt, Ansatzpunkt hier. Das ist ja echt... Also, falls SimCity 6... Entschuldigung, falls SimCity 6 kommt, und ich hoffe, dass es kommt, das ist ja auch, ne, 6 kommt, egal, dann hoffe ich, dass solche Sachen auf jeden Fall der Vergangenheit angehören, dass sie sich da irgendwie ein anderes System aussuchen, wo es klarer ist, wie viel Platz dieses Gebäude halt wegnimmt, dann möchte ich doch lieber irgendwie, dann sollen sie vielleicht eine Grundplatte nehmen, eine graue Fläche, die dann einfach mal hingesetzt werden muss und dann weißt du genau, so, wenn das Gebäude voll ausgebaut ist, ist es so groß und steht dann hier und nimmt diesen Platz weg. Dann kannst du dich drumherum orientieren und den ganzen Quatsch machen. So muss ich mir doch für jedes Gebäude einprägen, wie kann ich das strukturiert aufbauen und damit alles überhaupt hinpasst, so wie es hier aussieht. So können wir ja noch nicht mal die Transporter alle hinsetzen. Obwohl hier noch genügend Platz sein sollte. Oder liegt es an der Ampel? Ich weiß es nicht. Ist doch egal, scheiß doch auf die Ampel. Warum geht denn da kein Transport ein? Naja, ihr wisst, was ich meine. Sowas ist halt ein bisschen ärgerlich, ne? Und hier geht's nun mal um Platz in SimCity. Also, hier sind so viele Lücken noch überall. Wenn ich die alle füllen könnte, könnten wir da locker nochmal ein paar Einwohner, also ein paar Einwohner rein... pressen hier und vielleicht nochmal einen schiefen Turm von Pizza und den krummen Döner-Turm auch noch. Ja. Aufregung, ne? Es bringt ja alles nichts. So, wir können höchstens nochmal gucken, wie viele Fernseher wir schon rübergeschifft haben hier. Na, da wollen wir hin. Und da sind wir immer noch bei 29.000. Scheiße. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Strecke hier auch mal echt lang ist und die Transporter sind gerade alle unterwegs und brauchen natürlich auch ewig, um hier dann anzukommen. Ich kann ja mal eben gucken, wann das denn wohl was wird. Und wir hatten schon mal mehr Geld in der Region, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. 2,7 Millionen sind jetzt nicht ganz so viel. Und hier machen wir auch wieder ein bisschen, naja, ein bisschen Verlust, aber sind ja auch noch auf 10%. Das können wir auch mal hoch machen. So, nicht auf 12.
sondern hier auch noch auf 11. So. Dann machen wir nicht ganz so viel miese wie auch drüben. Die Bürger von Zuschanzen an der Gabe atmen erleichtert auf. Die neue Serie von Brandanschlägen verlagert sich nach Bad Gilzenzhausen. Ja, da können die wirklich erleichtert aufatmen. Ziemlich nett von denen. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Einmal aktualisieren bitte. Hallo? Da. Ne, immer noch 29.000. Ja, dann geht's zurück in die Stadt. Aber es gehen auf jeden Fall die ganze Zeit Fernseher raus hier. Zumindest auch über Umwege, so wie es aussieht. Wo wollen die denn alle hin? Achso, der fährt dann hier über durch die Stadt. Und dann hier raus. Und dann ab zur Arkologie. Und da kommt auch Fernseherlieferung an und zurück. Und jetzt sehen wir das auch. Also da müsste jetzt mittlerweile was angekommen sein. Aber das ist ja eh nicht so ganz live. Also sobald dieser Transporter da reinfährt, sind da nicht die 1000 Kisten TVs da. Das muss ich immer erst so ein bisschen aktualisieren. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange das immer dauert. Bisschen seltsam, aber nicht ganz in Echtzeit, so scheint es mir. So, ansonsten läuft es aber eigentlich auch. Prozessoren müssen wir natürlich verkaufen. Der Preis steigt gerade, das ist gut. Sonst machen wir hier zu viel Minus. La 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 la. So, ist natürlich die Frage, weil ja gerade da ist ja ein Fernsehertransporter, ne? Kriege ich dich noch so? Was steht da? Liefert TV-Geräte an den Standort des Großprojekts. Finde ich ja super. Kommt der jetzt, ist das jetzt ein Transporter, der hierher kommt? Aus der Unterhaltungselektronikfabrik? Oder ist das ein Transporter, der vom Handelsdepot kommt? Weil die haben natürlich separate Transporter. Was brauchen die hier? Plastik? 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 Wieso haben wir kein Plastik? Wo ist der nochmal? War die nicht hier oben? Ne, die haben wir kaputt gemacht. Da ist die Ölraffinerie, die Plastik herstellt. Auch nur zwei Transporter. Jetzt sag ich nicht, ich kann da nicht ausbauen. Ah, doch, da passt noch was hin. Und sogar hier. Sehr schön. Da gibt es noch zwei. Und dann auch ein Schildchen. Das haben wir aber schon. Können wir noch eine Plastikraffinerie dran kalatschen? Wer hätte es gedacht? Natürlich nicht. So, aber hier ist auch das Casino und die Spielhalle. Wenn wir die noch abreißen würden, sähe es da auch wieder anders aus. Aber naja, wir produzieren Plastik, haben jetzt mehr Transporter, die eigentlich auch direkt in welche hinfinden sollten. Und dann geht es hier auch weiter mit der TV-Produktion. Was hast du zu meckern? Ressourcen erschöpft. Achso, auch Plastikmangel. Ist natürlich klar. Hohe Nachfrage bei Glücksspielen und Touristen, das ist natürlich auch klar. Ja, 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 ja. Könnte jetzt hingehen und noch aus anderen Städten Plastik holen. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme. Aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht so unbedingt. Haben wir abzureißende Gebäude, ein verlassenes. Ich wollte doch sagen, das sieht sehr grau aus. So, was sagen denn unsere Schreibtische? Nicht angemeldet. 2100 Leute. Sind das die zu Besuch oder was? Nicht angemeldet. So, und die sind ja eigentlich hier lila dargestellt, aber ich sehe hier gerade niemanden. Achso, das ist die Technikstufe der jeweiligen Gebäude. Ist nicht ganz so hoch hier überall. Bei dem Bodensatz-KG zum Beispiel doch. Hier auch. Schlimm, diese schlecht ausgebildeten Arbeiter. Ja, das sind wohl Leute, die von außerhalb kommen, glaube ich. Die dann einfach mal schlecht ausgebildet sind, weil ich kann die hier gerade nicht finden. Ja, weiß ich echt nicht, wo jetzt hier noch irgendwie nicht angemeldete Sims 1699, wo die herkommen sollen, sind die... Die sind gerade in Schulen unterwegs, macht natürlich keinen Sinn. Hier, da! Da sind zwei Kinder nicht angemeldet und hier auch! Was? Fünf Kinder, Hier ist das Gymnasium, wo ist ja nochmal die Grundschule, die ist hier, das ist natürlich sehr weit weg. Und da kann es dann schon sein, dass die Kinder da, wenn die in die Grundschule müssen, kommen die da nicht hin. Um uns herum sterben überall Leute. Es klingt immer so brutal, als ob hier gerade wirklich, irgendwas passiert ist.
Und dabei ist nichts passiert, wenn jetzt hier gerade die Riesenechse durchgelatscht wäre, könnte ich das ja noch verstehen. Aber nee, so nicht. So, nochmal Handelsdepot hier. Hier wird immer noch Plastik gebraucht. Wieso produziert ihr nicht? Haben wir hier eigentlich schon einen großen Umschlagplatz? Nee, ne? Für den hätten wir auch, glaube ich, keinen Platz. Und auch nicht so wirklich den perfekten Nutzen. Ich meine, ja, okay. Ja, geht. Die Bahnverbindung ist hier. Autobahn ist hier. Ja, nur hier auch. Das ist nicht ganz optimal. Nee, da brauchen wir uns eigentlich gar keinen Kopf drum machen, dass wir da so einen großen Umschlagplatz aufziehen. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen Plastik. Kann hier wieder produziert werden? Jawohl. Aber Plastik ist hier echt ein bisschen Mangelware. Schade. Ich fände es besser, wenn ich hier noch was aufstellen könnte halt, ne? Und ich möchte die Spielhalle aber auch ungern abreißen. So, der nimmt aber doch schon einiges an Platz weg. Und ich unterstelle mal, hier würde halt noch was hinpassen oder hier. Obwohl, dann würde man doch eigentlich den Ankerpunkt anzeigen, ne? Ja, schade. Kann man nichts gegen machen. Lässt sich nichts ändern. Wir könnten Plastik importieren vom Weltmarkt wahrscheinlich. Oder. Hier hingehen, wenn das noch geht, für Plastik eine aufbauen. Aber das ist natürlich vom Platz her hier nicht mehr möglich. Das wissen wir eigentlich schon auch seit Folge, keine Ahnung, wann wir die gebaut haben. So. Ja, ist ein bisschen schade, ne? Hier haben wir nicht mal ein Plastiklager, aber man kann ja auch hingehen und Sachen importieren. Also, es kostet natürlich, aber man kann es theoretisch machen. So, ich würde aber jetzt sagen, jetzt gehen wir endgültig mal hin und verkaufen hier einfach mal ein paar Fernseher. Okay, zack, damit wir wieder ein bisschen auf den grünen Zweig kommen und etwas mehr Geld verdienen und die Musik noch dramatischer werden kann, weil ich mir bessere Produzenten leisten kann und so weiter und so fort. So, das dauert natürlich jetzt auch ein bisschen, bis wir davon was merken. Und ich hoffe, das bringt uns auch wirklich merklich voran. Aber das muss doch eigentlich, wenn wir jetzt Prozessoren und Fernseher verkaufen. So. Die Frage ist natürlich auch noch, wie kriegen wir Silex Solarpaneele? Oder Silex, wie sie vielleicht genannt werden wollen, keine Ahnung. Wie kriegen wir die dazu, dass sie nicht mehr über die schlecht ausgebildeten Arbeiter meckern? Die ja irgendwie vorhanden sind, aber auch irgendwie doch nicht. Oh. Alter. Auf einmal sind sie da, ne? 90 Kinder. 100 Kinder. 100 Kinder. Warum ist denn das so? Ich meine, hier ist direkt eine Uni mit ziemlich einem dicken Balken hier. Hier ist ein Gymnasium und ich meine, okay, wenn es dann wirklich Kinder sind, kann ich es ja verstehen, dass die dann in die Grundschule müssen und die ist dann irgendwann voll. Aber ansonsten leuchtet mir das nicht so ganz ein hier. La 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 la. Es wird sich schon von alleine regeln. Beziehungsweise haben wir eh keine Nachteile dadurch. Das ist immer so ein bisschen blöd. In den alten SimCity-Teilen, da musst du wirklich auf die Verteilung von Wohngebieten und Gewerbegebieten und Industriegebieten musst du achten. Und das musste alles in einem Verhältnis zueinander stehen, was dann passt. Und wo du dann nicht ins Minus läufst und dann kannst du einfach mal mit Metall oder mit Fernseher dein riesiges Geschäft machen und so. Ist natürlich geil, mit Fernseher sein Geschäft machen zu können, ne? Weil dann ist man immer entertained, auch wenn man gerade kackt. Schlechter Witz, egal, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so ein bisschen. Es hat nichts wirklich Konsequenzen, was man hier macht. Egal, ob gut oder schlecht. Okay, wenn man es gut macht, dann ist man halt reich. Und wenn man es schlecht macht, dann ist man immer noch reich, irgendwie. Und ich bin, weiß Gott, natürlich nicht der beste SimCity-Städteaufbauspieler der Welt. Wahrscheinlich sogar eher
wenn man es realistisch betrachtet und von der anderen Richtung dann halt mit eher der schlechtesten Sorte, so ungefähr. Und dementsprechend müsste ich hier eigentlich schon verkackt haben, aber wir sind ziemlich weit. Würde ich einfach mal sagen, haben schon die dritte Stadt am Laufen hier, machen ein bisschen Profit in der Region und bauen unser Großprojekt hier, unser erstes. Deswegen, also so schlecht sieht es dann gar nicht aus. Das ist mir dann eigentlich ein bisschen zu leicht, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, es ist schön, es sieht herrlich aus. So die eigene kleine Traumwelt, die man so aufbauen kann. Ne? Ich bin Bürgermeister, hier ist meine tolle Stadt und so. Naja, mir macht es auf jeden Fall immer noch Spaß. Ich finde es einfach doch irgendwie noch spannend, weil ich möchte die Archäologie natürlich fertig bauen. Dann möchte ich gucken, wie viele Städte wir hier noch großziehen können, wie groß die Region noch überhaupt wird. Und ja, Archäologie bauen, außerdem Raumfahrtzentrale hier, Raumfahrthafen, wie heißt der denn? Den müssen wir bauen. Wie viele Fernseher sind mittlerweile schon hier? 41.000, wir brauchen noch 19.000 Geräte, sehr schön. Super, 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 super. Super, super, und dann können wir die auch wirklich alle verkaufen. Und nur noch TV herstellen, TV-Geräte, um die dann zu verticken auf dem Weltmarkt. So, und es bringt auf jeden Fall was, weil wir machen richtig Schmalz hier mit den Fernsehern. So, das heißt, da können wir die wieder lokal verwalten, sodass die zur Archäologie gehen, die letzten 19.000 waren es, ne? Mhm. So, und TV ist hergestellt, 7.200 Kisten am Tag, das heißt, wir sind in 3 Tagen durch, vielleicht sogar in 2, je nachdem, wie viele Transporter gerade noch unterwegs sind, obwohl der Tag ist gleich vorbei, sagen wir 3 Tage, ist ja auch Latte. Es dauert auf jeden Fall nicht mehr lang, bis wir die Fernseher alle am Start haben. Und dann können wir, wie gesagt, hier ein bisschen wieder auf die Verkaufsdrüse drücken, die alle verticken. Ich werde die Strukturen hier aber noch nicht abreißen, weil ich ja, wie gesagt, nicht weiß, was wir dann für das Raumfahrtzentrum brauchen. Und ich unterstelle einfach mal, da gehen wir hier hin und stellen keine TVs her, sondern Computer. Vielleicht auch so 60.000, würde ich das auch halt ein bisschen übertrieben fände. Egal, müssen wir sehen.